Wir sagen Lebwohl zu unserem Sohn und Mitschüler. Eine Blume, die nie hätte gepflanzt werden dürfen, kehrt zurück in die Erde. Ruhe in Frieden. Laut Statistik gelingt es 99 von 100 Leuten, die sich mit einem Gewehr in den Kopf schießen, dabei zu sterben. Einem nicht. Das bin ich. Ich dachte, du wärst tot. Nein. Mike ist 16. In dem Alter sind Jungs nun mal wild. Das Wichtigste ist, dass du ein Ziel vor Augen hast. Das hab ich. Und wenn du nur fest genug daran glaubst, dann wird Jesus das ebenfalls tun. Du hast einen Tumor. Wow. Entweder hat Jesus heutzutage nicht besonders viel zu tun, oder er ist einfach gottverdammt schnell. Leider hat sich das schon jemand ausgesucht. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ich suche einen Kurs. Den für neuen Lebensmut? Woher weißt du das? Nur geraten. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist was mit meinem Gesicht? Nein, dein Gesicht ist okay. Aber du musst Haare schneiden. Was? Du erinnerst dich wahrscheinlich nicht an mich. Ich bin Frank, dein Vater. Verschwinde aus meinem Haus. Schon weg. Vergiss ihn einfach. Manche haben einen Vater, manche nicht. Mach diese Operation! Durch die Fenster springen kannst du dann immer noch. Und wohin fahren wir? Weg. Angenommen, jemand glaubt ganz fest an was, bekommt aber plötzlich Zweifel. Was soll er tun? Glaube an deinen eigenen Weg. Das ist der richtige. Was würdest du sagen, wenn ich sterben würde? Ich mag dich, Mike Tyson. Aber du hast eine Schraube locker. Das weißt du, oder? Klar. Genießt du die Natur? Nein.